Und damit seid gewusst, man nimmt Zweige, genommen Hobbits und Elderdom zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zweigenfürst. Ja, Pokémon Y. Ein 3DS-Projekt auf meinem. Das letzte 3DS-Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Pokémon Y Let's Play Again. Aufwendig die Aufnahmen von Pokémon Y hier sind. Das ist SHL Aufnahme, also Aufwand SHL. Es wird Zeit, dass der 3DS sterben geht. Es wird Zeit, dass wir den 3DS sterben lassen. Der hat seine beste Zeit hinter sich. So, zu welcher Route müssen wir jetzt? Ich glaube, die nicht. Route 5 war eine andere. Müssen wir mal zum Nordring noch hin. Wir machen heute weiter in der Story. Wir gehen weiter voran. Ich glaube, dieses Tor muss gewesen sein. Finden wir es heraus. Lumina-Steppe, das klingt schon mal falsch. Müssen wir kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wie geht das noch gleich? Da müssen wir doch hier eigentlich goldrichtig sein. Am Nordring raus. Lumina-Steppe. Naja, und nicht. Das kommt mir falsch vor. Ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Let's Play Again. Selbst sehe ich, weiß ich, dass wenn ich das hier. Ich erkenne die Route, wo lang müssen, wenn ich sehe. Ist ja ein bisschen verwirrend jetzt in Lumina City. Müssen wir erstmal ein bisschen damit klarkommen. Wenn wir hier wieder rauskommen. Route 14, vielleicht war es das. Ich meine ja. Hinaus. Zwecki. Ach, da werden wir schon erwartet. Sehr gut. Du bist aber schnell. Hallo, Zwecki. Wir haben gerade verglichen, wie weit wir den Pokédex schon aufgefüllt haben. Natürlich habe ich gewonnen. Das Vervollständigen des Pokédexes überlasse ich euch, Torvator. Ist doch sonst von langweilig, wenn alle dasselbe tun. Zwecki, wollen wir wieder vergleichen, wie viele Pokémon wir schon entdeckt haben? Lass uns diesmal einen Blick auf den Kalos Gebirgs-Pokédex werfen. Auch eine Art von Pokémon-Kampf. Was? Mir sind beide jeweils 6 Pokémon begegnet. Ich habe also nicht gewonnen, aber verloren habe ich definitiv auch nicht. Sowas nennt man wohl ein Unentschieden. Juhu. Juhu. Hurra. Es gibt wirklich eine ganze Menge Pokémon hier in Chaos. Was? Jetzt bin ich an der Reihe. Zangfee, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Wenn es denn sein muss. Herausforderung von Kalem. Pokémon-Trainer Kalem fordert dich heraus. Psyogon wird von Kalem Pokémon-Trainer eingesetzt. Los, Lars! Und Lars ist unser erstes Pokémon, was in den Kampf kommt. Gut, wie wär's denn gleich mal mit Dampfwalzer? Versuchen wir das als ersten Move. Ist zurückgeschreckt. So, Lars tun. Dampfwalzer, na komm. So schwer kann das nicht sein. Ja gut, das war jetzt nicht sehr effektiv. Was soll Lars tun? Weiterkämpfen soll er. Vielleicht mal Tiefschlag, das ist von einem anderen Typ, vielleicht bringt das mehr. Und jetzt nicht wirklich, aber ja gut. Hat nicht viel gebracht. Ein bisschen was. Na komm, den kriegen wir vielleicht mit. Na ist doch tot.
Ja, doch, im Prinzip. Was war das für eine Attacke, die wir gerade eingesetzt haben? Ist doch eventuell was nützlich, wenn er nicht besiegt wird. So, dann als nächstes Noah. Was, du bist dran, Noah. Steigerungssieg, würde ich sagen. Na komm, los geht's. Und da war's mit Psyogon geschehen. War's ums Psyogon geschehen. Ja, gut, das fand ich, der war auch schon was besiegt. Und die nur Level 37. Absolut. Ich kämpfe weiter. Ja, der Noah wird das hinkriegen. Was soll Noah tun? Steigerungssieg. Warum nicht? Steigerungssieg war bisher sehr effektiv. Eine Luft nur steigt. So, Steigerungssieg. Mach's alle. Das ist sehr effektiv. Besiegt. Ah, okay. Sehr gut. Nur ich Level 40. Sehr schön. Entwickeln wird er sich nicht mehr. Er hat schon seine Endform. Ratte, ich Level 36. Auch der wird sich wahrscheinlich nicht mehr entwickeln. Weiter wechseln. Weiter kämpfen. Weiter wechseln. Genau. Raiozu. Dann komm, auch den kriegen wir hin. Mega-Entwicklung und Steigerungssieb. Let's go. Mega-Evolution. Let's go. Mega-Lucario. Ruckzuck. Nein, das war nicht Mega-Lucario. Steigerungssieb. Na komm. Sehr schön. In One-Hit. Level 33 für Zwangina. Maximale Schlafrede. Lass es gut sein. Auf dem Schlafrede zu erlernen. Jo. Zwangina hat Schlafrede nicht erlernt. Du besiegst Kalem. Pokémon-Trainer. Mit dir zu kämpfen macht wirklich Spaß. Aber ständig zu verlieren kratzt an meiner Ehre. Svenfi gewinnt 3700 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Rivale Kamalem hervor. Wow, toller Kampf! Ihr zwei wollt es aber echt wissen. Danke, Senna. Mir ist mitten im Kampf aufgefallen, dass du auf einmal zusiehst. Was mit dem Kampf? Das habe ich aber, das ist mir nicht aufgefallen. Wo ist denn eigentlich Timo? Tirno. Der ist beim Kampf-Dojo. Echt? Beim Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute. Achso, das ist Tirno. Tut mir leid, Leute. Ich war so in einem Kampf-Tanz-Performance vertieft, dass ich total die Zeit vergessen habe. Und Tirno. Und Tirno, hast du geeignete Pokémon für den Tanzteam gefunden? Oh, das habe ich. Das Tanzteam meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört mal an der Herr. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Ich nicht? Dieses gruselige Haus, am besten tun wir das bei Nacht. Und dann teilen wir uns auf. Ach du Schande. Das ist in der Nähe von Romantia City. Meinst du wegen dieser Gerüchte? Genau, kommt schon, gehen wir los. Und sehen nach, was an diesem Gerücht dran ist. Also, ich muss passen. Mehr als Gerüchte sind da doch sowieso nicht dran, oder? Ich wollte mir eh noch Zeit für meine Pokémon nehmen, bevor ich ihr Romancer City ansteuere. Ah, okay. Bis dann. So. Und dieses Haus soll wirklich so groß wie sein, ja? Also, ich sehe mir das auf jeden Fall an. Tjano. An den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Ah, willkommen zu dem Gruselhaus. Das ist mir schon bekannt. Ach ja.
Dann kann ich mich noch dran erinnern. So grob kann ich mich drunter noch dran erinnern. Ist ein Weilchen her, wenn es das Pokémon Y nur ins Play, aber ja. Warum unternimmst du eigentlich diese Reise, Zwergenfee? Was ist deine Motivation? Alle hängen sich richtig rein und haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht es sich aber alles um Erinnerungen. Ich reise, damit ich später einmal auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Naja, aber das nur am Rande. Ja, offensichtlich ist meine Motivation, der Allerbeste zu sein, wie keiner von mir war. Ganz an den Schnappischen hier, ich kenne die Gefahr. Ja, so ungefähr. Im Regen auf der Schaukel. Das ist auch eine Motivation, im Regen auf der Schaukel zu sitzen. Oh, ein schönes Bild. Spielplatz. Ja, wo? Wir müssen spielen hier. Okay, da kann ich mich nicht hinsetzen. Kann ich da hoch? Kann ich hier? Wir spielen. Hinauf. Hui, nochmal. Na komm, hier. Hui, nochmal. Zeig auf dem Spielplatz. Hui. 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 Ja, ist jetzt gut. Genug gespielt. Wir müssen weiter. Wir haben ein Horrorhaus zu beobachten. Die Leute warten schon auf uns. So, wo sind wir hier gelandet? Trainer am Moor. Ist mal wieder Pokémon am Moor, wenn ich aufpasse. Aha. Trainer hat mich nicht herausgefordert, als er mich gesehen hat. Mein wildes Moor wird erschreckend. Ist Noah. Aha, müssen wir jetzt nicht. Kann ich gehen. Brauchen wir auch nicht zu fangen. Das Team ist wahrscheinlich schon voll. Das richtig sehe. Und wenn, dann wird es kein Molot sein. Das werden wir nicht ins Team mit aufnehmen. Oh, da kommt der Trainer. Ach, sieh mal einer an. Ein Trainer. Das klingt ja hochgradig motiviert. Ach, sieh mal einer an. Ein Trainer. Eine Ausführung von Pokémon Ranger. Elsa. Let it go. Let it go. Elsa. Elsa am Start. Es fängt an zu regnen. Ach was. Ach was du nicht sagst. Hättest du jetzt nicht bekommen, wenn es mir nicht gesagt hättest. Ist ja nicht so, als regnet. Es regnet es schon die ganze Zeit. Ich sag's doch eben am Regen auf der Schaukel. Gut, Knochenherz vielleicht, Steigung bringt's, Steigungslieb bringt's nicht wirklich. Knochenherz, das scheint's zu bringen. Ist in Ordnung, kann man akzeptieren. Gegner besiegt. So, nächstes Pokémon. Was ist das nächste Pokémon? Wir kämpfen natürlich weiter. Das letzte Pokémon, Pyroleo. Ein Pyroleo greift an. Knochenherz. Vielleicht bringt es hier genauso viel. Letztes Mal war es hochgradig effektiv. Ist effektiv. Ja, geht doch. Damit kann man angreifen. Und versuche mal gerade. Könnte ein gewagter Move sein, aber ich versuche mal gerade Steigungshieb. Hat was gemacht. Sehr schön. So. Mankus erreicht Level 37. Sehr schön, mit dem man noch gar nicht mehr kämpft. Augen auf heißt die Devise. Man weiß nie, was man sonst verpasst. Und weiter geht's durch den Sumpf. Am Ende des Sumpfes haben wir gleich ein Horrorhaus. Das ist ja super. Ein Sumpf und dann ein Horrorhaus. So muss das.
schon wie so ein Monowurz. Muss denn kommen. Kein Interesse. So, ich schleiche um die Ecke. Nur für dieses Item hier. Riesenpilz, das hat sich ja wahnsinnig gelohnt. Eine Itemstasche. Das hat sich super gelohnt. Für zwei Kämpfe hier. Nein, Kämpfe nicht. Oh, ein wildes Alpolo erscheint. Gib her. Und das muss ins Team aufnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Steigerungshieb. Ist auf Level 31, das passt sehr gut. Gegenstoß. Vielleicht entwickelt sich der. Ist das Alpolo? Ich glaube ja. Ich bin mich komplett irre. Was habe ich. Was mache ich jetzt? Wo setzt diese Attacke ein? Was ist? Knochenarzt. Na komm. Schweben von Alpolo wirkt. Das ist schlecht. Wenn wir das fangen können. Und das in unser Team aufnehmen können, dass ich dann zu Gengar weiterentwickelt. Und Gengar hätte ich wirklich gerne im Team drin. Bloß nicht fliehen. Wie wär's mit Metallsound? Ich glaube, das ja. Das ist irgendeine Wirkung. Ich kenne mich mit den Typen hier leider nicht so gut aus. Na komm, Gengar. Es ist ein Apollo, ich weiß. Oh Mann, ich sollte das Pokémon wechseln. So, wer ist denn da am effektivsten? Wasser vielleicht. Das könnte eine Stärke sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Sollte das vielleicht mal studieren? Sollte mich da mal ein bisschen mehr reinlesen, was die ganzen Effektivitäten sind. Ich habe noch nie wirklich den Bock dafür gehabt. Ich muss dafür empfinden, da zu recherchieren. So, zumindest kann ich erstmal einsetzen. Nein! Besiegt. Es war zu effektiv. Nur reicht Level 41. Ich wollte es fangen. So ein Trick. Dann hoffen wir, dass bald ein nächstes kommt. Ein nächstes Alpolo. Dass wir das Team mit aufnehmen können. Vielleicht jetzt schon. Du bist kein Alpolo. Gut, nochmal Flucht. Ist eh fast besiegt. Noir. So. Jetzt ist mein nächster Trainerkampf. Mal zu erwarten. Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Um das nicht zu vergessen, brauche ich die prüfenden Blicke eines anderen Trainers wie dir. Nur aus peinlichen Situationen. Was für eine pessimistische Lebensansicht. Ja, wenn man immer verliert, so wie du, also wenn man immer dieses eine Pokémon hat, das ist natürlich, ja, schwierig. Das ist natürlich. Steigungshieb, ich versuch's mal. Ja gut, der ist wohl Verlust gewohnt. Die kennen sich aus mit peinlichen Verlusten. So groß hat er. Aquavelle. Mach's alle. Oh, es lebt noch. Ich sagte, mach's alle, Ratte. Was ist los hier? Was ist los? Ich ruhig nicht. So, Aquavelle. Na komm. Noch einmal. Mach's kaputt. So. Da haben wir's besiegt. So. Dein Talent weckt neue Kräfte in mir. Sven Quigwind 3040 Pokémon und dann geht sie kräftig im Kampf gegen den Ranger hervor. Und weiter geht's.
Auch der nächste Trainer schon gleich. Ich will einen Apollo fangen hier. In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir uns hier und heute begegnen werden. Ist klar. Alles klar. Eine Herausforderung von Hexe Carrie. Carrie Fischer. Man redet nicht schlecht über Tote. Das soll man nicht machen. Wie wär's denn mal mit Blut? Mit Blut auf Lichte. Naja. Geht besser. Könnte man vielleicht mal das Wasser-Pokémon rufen. Ansonsten wär's ein Schnabel. So sonderlich viele Attacken kann der noch nicht. Begehung, der braucht noch ein paar Attacken. Der muss noch ein bisschen was lernen. Auch zu lieb. Hat keine Wirkung oder was? Was ist hier los? Was ist da los? Oh, nicht, der hat sich selbst besiegt oder was? Dann wurde zurückgerufen. Hey Pogo, das können wir da nicht kämpfen. Das müssen wir bekämpfen. Das können wir da nicht fangen. Ist ja auch möglich, dass man Pokebälle auf Mitglieder des gegnerischen Teams wirft. Da kommt leider nur der Hinweis, sei Kragib, glaub mir nix. Was mir dann zugibt, das hätte ich wissen müssen, es wirkt nicht. Vielleicht Blut können wir mal testen, was Feuer bewirkt. Feuer angreifen. Verbrennung wirkt. Sehr gut. Nee, Feuer ist nicht so gut. Scheint es zumindest gerade nicht so toll zu sein. Schnabel vielleicht. So all den Schnabel einfach nur. Ja, mühsam geht das hier. So eine bekannte Verbrennung. Dann komm, Stapel. Sehr schön. Ein paar Erfahrungspunkte. Level 38. Und Carrie, die Hexe besiegt. Was? Ich habe verloren? Wurde etwa das Kausalitätsplatz für ihn geschrieben? Zangfege mit 1088 Pokémon der neuen Siegreich aus dem Kampf gegen der Hexe hervor. Jetzt treffen wir hier schon Hexen. Sim wird hier gruselig hier. Sind wir in den Gruselwald gekommen. Da kommt irgendwo ein Alpodo hier. Ich will noch ein Alpodo fangen. Bin ich jetzt danach der... nach dem Gruselhaus. Alpodo. Sehr gut, Papagino. Ne, der wird jetzt nicht das hier ausrichten können. Der wird gleich besiegt werden, aber... wir kennen ja schon so ein bisschen Blut. Wenn ja ein bisschen Verbrennung. Ist ja vielleicht nicht schlecht. Vielleicht nicht stark. Obwohl, dass sie sich vielleicht jetzt selbst. Papageno wurde besiegt. Ich habe Mist. Natürlich nichts. Rufen. Dann wäre es mal mit zwei Gina. Vielleicht kann ich hier ein bisschen was ausrichten. Ein paar nette Grüße von mir. Die werde ich im Team haben. Body Slam zermürben. Ich weiß noch nicht, Klecker vielleicht. Ein großgegangener Supermarktkletter. Das ist gut. Wenn wir das nochmal einsetzen, dann können wir es fangen. Und dann komm, noch ein bisschen schwächen. Nicht besiegen, meine Fresse. Beutel. Bälle. Und Finsterbälle haben wir nicht dabei. Sehr schade, dann nehmen wir einen Superball. Ein Superball. Na komm, Elektron, bist doch sehr geschwächt. 3. Nice. Das Alpodo wurde gefangen. Selina erhält ein paar Erfahrungspunkte. Alpodo wurde ein Pokédex-Beitrag eingelegt. Es
beleckt sein Opfer mit seiner Zunge und streichelt und stiehlt dann so Lebenskraft. Es lautet im Dunkeln auf sie. Ah, da gibt es ja nur einen Spitznamen, den wir dem Pokémon geben können. Lenny wurde in die Box 1 gelegt. Verdammt, ich wollte ihn mit ins Team nehmen. Ich habe vergessen, dass das, ich vergaß, dass das hier nicht geht, dass das... Und weiter geht's hier. Wenn wir hoffentlich nicht mehr so viel aufgehalten. Hier ist noch ein Hexer. Oh, hier geht's weiter. Komm mit, hier geht's lang. Das wollte ich eigentlich für den nächsten Part aufheben, aber... Gut. Das ist also das besagte Haus. Sieht auf jeden Fall schon mal gruselig aus. Was? Dann lass uns gleich mal reingehen. Dann mache ich das halt jetzt noch. Was? Wir sollen da jetzt echt rein? Ist das wirklich ernst? Kalen ist ja leider nicht hier, weil er mit seiner Pokémon beschäftigt ist. Aber ich möchte eigentlich schon mit eigenen Augen sehen, was an den Gerüchten dran ist. Also lasst uns ohne ihn reingehen und nachsehen. Da hast du völlig recht. Also gut, dann gehen wir da jetzt rein. Auch wenn wir nicht ganz vollzählig sind. Dann gehen wir halt hinein. Oha. Dann legen wir mal los. Ach du Schreck. Es begab sich vor langer Zeit. Vor langer, langer Zeit, in einer dunklen und stürmischen Nacht, der kalte Regen prasselte auf mich herab. Ich hatte mich im Wald verlaufen und fand mich irgendwann vor diesem Haus wieder. Das Licht funktionierte nicht, also durchsuchte ich von Angst erfüllt das Haus. Es deutete nichts darauf hin, dass sich sonst noch jemand in dem Haus befinden würde. Ich tastete mich bis in die Küche vor und fand dort einen Kühlschrank. Als ich ihn öffnete, erhellte das schwache, fahle Licht das Zimmer ganz leicht, sodass ich endlich ein wenig vom Inneren des Hauses erkennen konnte. In einer Ecke des Raumes kauerte ein Mann. Ich war im Begriff, auf ihn zuzugehen, um ihm zu erzählen, dass ich mich verlaufen hatte. Und ihn zu fragen, ob er mich diese eine Nacht hier übernachten lassen könnte, als plötzlich die Stimme des Mannes ertönte. Nicht näher kommen! Ich entschuldigte mich und versuchte, den Mann meine Situation zu erklären. Bitte, Sie müssen mir helfen! Der Mann erwiderte nur, ich rede nicht mit dir. Ich erschrak und starrte den Mann verdutzt an. Daraufhin fragte mich der Mann, kannst du sie nicht sehen? Hinter dir! Die Männer ohne Gesichter. Das war sie also, meine große Geschichte, an die ihr euch sicher noch lange, lange erinnern werdet. Vielleicht wollt ihr mir dafür ja ein kleines Trinkgeld zukommen lassen. Nicht, dass euch eines Tages die gesichtlosen Männer noch einmal einen Schrecken einjagen. Wir sollen für deine Geschichte zahlen. Naja, eine Runde mit der Geisterbahn kostet ja schließlich auch etwas. Möchtest du Trinkgeld geben? Ja, von mir aus. Ein kleines Trinkgeld. Oh, 500. Du hast 500 Pokémon und ein Trinkgeld gegeben. Lass uns von hier verschwinden. Was war's das schon? Ich habe da nicht richtig zugehört. Die Geschichte eben. Ich frage mich, ob die wirklich so passiert ist. Ja, eine dieser Grusel-Stories in Pokémon. Da gab es ja schon in der gelben Edition und in der roten und der blauen, also in der ersten Generation gab es ja schon diese Story. Da gab es ja vor Lavania schon dieses Kind, was dir, ich weiß nicht, ob das ein Kind war oder irgendein NPC stand dort und hat dir dann schon erzählt, pass auf, aber die weiße Hand auf deiner Schulter und so weiter. Es gab ja diese
Schon seit der ersten. Und in Pokémon Sonne und in Pokémon Ultrasonne und Ultramond gab es ja diese, lass mich nachdenken, hier in der Pokémon-Schule gab es ja diese Sidequest, wo du dann halt mit dem Mädchen in der Schule reden musstest. Pokémon hat so ein bisschen ab und zu in manchen Editionen gibt es so zwischendurch eine kleine Gruselgeschichte. Da hat Game Freak irgendwie mit Grusel gern erzählt. Puh, also auf gewisse Weise war das jetzt schon irgendwie gruselig. Ja, wenigstens war es ein kleiner Ausgleich dafür, dass du eigentlich campen gehen wolltest. Normalerweise erzählt man sich solche Gruselgeschichten beim Campen am Lagerfeuer, oder? Also ich habe erstmal genug dunklen Orten und gruseligen Geschichten. Ich widme mich lieber wieder meinen Tanzübungen. Ich sehe euch später. Da geht er hin. Und was mache ich jetzt? Ich mache mich wohl nach Romancer City auf. Lass uns bald mal wieder in den Pokédex von der Zweigi. Da haut der Nächste ab. Und ich hau jetzt auch ab. Bevor wir hier weitergehen, beende ich diesen Part an dieser Stelle. Da habe ich noch umsonst euch gefallen haben lassen, aber dann nur seid und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht Richtung Romancer City. Bis dahin habt eine angenehme, fröstliche Zeit. Man sieht sich, haut da rein. Und ciao.